Historisch betrachtet scheint es ein gutes Rennen für erste Siege zu sein. Denn Button, Hill, Alonso und Heikki Kovalainen haben alle hier zum ersten Mal die oberste Stufe des Siegertreppchens bestiegen. Also geht es heute darum, 14 Kurven und einen 4,35 Kilometer langen Hungaroring zu meistern. Während jeder Runde bekommen es die Fahrer mit 6 Links- und 8 Rechtskurven zu tun. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 193 Stundenkilometer. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Im Rest der Startaufstellung haben wir Sainz, Hamilton, Sergio Perez und Verstappen, Bottas, Ricciardo, Christian und Fernando Alonso, Magnussen, Ocon, Mick Schumacher und Gasly, Vettel, Stroll, Alexander Albon und Yuki Tsunoda, Joe und Nicolas Latifi. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin.
nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist.
Fenster ist jetzt offen. Sei gut zu diesem Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Daniel ist jetzt an der Box. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen.
weiter vorn. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 8,1 Sekunden. Der Wagen vor dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen vor dir jetzt auf harten Reifen. Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,1 Sekunden. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,5 Sekunden. Benzin noch aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Zum Auto vor dir beträgt 9,3 Sekunden. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Zu Hause in der Fabrik haben sie ein breites Grinsen im Gesicht. Das war ein tolles Rennen und eine beeindruckende Teamleistung, die hier in Ungarn zum Sieg geführt hat. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Charles Leclerc, der momentan die Meisterschaft anführt, baut seinen Vorsprung mit diesem Resultat noch weiter aus. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat?
Mein Fahrer des Tages ist Charles Leclerc. Er war heute nicht aufzuhalten auf der Strecke und hat seine Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1-Action zurück sein werden.